Annäherung der Schülerklasse U15 ist an die drei Erstplatzierten gesehen. Einer muss sich noch das Beinkleid anlegen. So viel Zeit haben wir hier, kein Stress. Das Kommando geht auf die Plätze, fertig, los! Das ist nun also der Start unserer Senioren. Wie gesagt, euer Rennen geht auch. Ach, für euch geht dann jetzt das Kommando. Auf die Plätze, fertig, los! Jetzt haben wir hier die letzte Prämienabnahme. Hopp, 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 hopp. Und Adam von der Masters Racing Team geht auf das Konto der Startnummer 1, Rainer Beckers. Stellt euch zusammen. Blüchen und Pokal aus dem Himmel. Sportsponsor. Das ist ein Senioren. Genau. Bisschen die Startnummer 1. Maximilian Eiser. Thank you.
hat es also Erwin gleich getan, der im letzten Jahr jedes Seniorenrennen gewonnen hat. Nee, lass mal hier den Haufen ab. Los! Jetzt für unsere Amateurklasse das Kommando. Auf die Plätze, fertig, los! 40 Runden. Der Preis der Sparkasse Krefeld. Das Amateurrennen ist gestartet. Mein kleiner Verzug. Gilt jetzt für unsere Amateurklasse das Kommando. Auf die Plätze, fertig, los! 40 Runden. Der Preis. Thank you.
Einfahrt in die letzte Runde für das Hauptfeld. Einfahrt in die letzte Runde für das Hauptfeld. Und alle Berührungsfahrer, die ganze Rennen zu beenden. Für diese Gruppe, die auch Platz 4 und folgende liegt, Platz 4 bis 9. Kommt zum Sprint aus dieser Gruppe. Nein, das kommt zur Attacke. Matthias Wertling, er ist von Lüren. Direkt hier vor unseren Augen versucht er zu attackieren und die Gruppe nochmal zu sprengen. Allerdings ist Lars Milgen aufmerksam und direkt am Hinterrad. Gefolgt von Louis Häusler. Die beiden müssen zusammenarbeiten. Zwei Runden noch zu fahren. Und hier kommen die nächsten Platz 6, 7 und 8. Die versuchen nochmal wieder Anschluss herstellen zu können. Ja, hier kommt der nächste. Wer kann die Tempo? Das freut uns natürlich alle besonders, dass wir einen weiteren Lokalmann ganz oben auf dem Klippchen sehen. Die Startnummer 1 auf Platz 1 von der Stoppwolke aus Wischen, Lars Linden! Ich habe es vorher ein bisschen in der Zeitung gelesen, ein paar Artikel unterwegs. Und Christoph hat gesagt, ja, der Lars, also der fackelt nicht lang, der fährt am Anfang, aber das bis zum Ende stehen kann. Und das war so. Du bist hier losgefahren, erste Runde, und du kamst sofort an. Was bin ich der Plan, heute von Anfang an Vollgas? Ja. Was anderes, ja, hatte ich das nicht so gemerkt. Aber oh Gott, mich drauf und ja, dann war es ja, ganz gut. Fertig, los! Da ist nun der Start der Elite und KT-Klasse. Yeah.
nächsten Runde nochmal Prämienabnahme. Prämienabnahme für einen Fahrer in der nächsten Runde. Prämienabnahme in der nächsten Runde für den Schnellsten aus dieser Gruppe. Du hörst es selber aus. Wann hörst du damit auf? Auch hier nochmal zur Information. Ab Spitze läuft die letzte Prämie des heutigen Renntages. Lars Teutenberg hat ja auch schon mal gewonnen vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren war es. Versucht jetzt hier nochmal, sich nach vorne ins Geschäft zu bringen. Und die letzte Prämie des heutigen... Mit dem Selektiv im Blazerfeld allerdings Frederik Vollmerk, Startnummer 50. Und setzt sich hier am Ende durch und gewinnt im Sprint. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. Ja, nicht essen? Kriegt man das? Kommt aus Köln, der Trino Kölsch. Und es gewinnt vom Team Embraceable die Startnummer 50, Frederik Vollmerk. Und das sind die Blumen für da rein. Vielen Dank. Und das ist das Getränk. Guck mal ganz hoch, oder? Gutschein nicht vergessen für die Brauerei Königshof. Das Rennen heute von außen sah es auf jeden Fall sehr, sehr schnell und ja. Und so schnell aus, dass keiner mehr wegfahren konnte, oder wie hat es sich da angefühlt? Ja, es war extrem schnell, eigentlich immer in der die Kurven und so, sind immer lang aufgereiht und alle wurden weggefahren. Sehr schnell, wir haben versucht, überall dabei zu sein, das hat eigentlich ganz gut geklappt, der Marcel ist ja eine Chance, den wir machen.